beim Suchen. Ja, bist du dabei? Vom Kugelsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Na komm. Na, jetzt haben wir's. Oh, der Phönix. Hübsch. An den Altar konnte ich mich noch erinnern. Gut. Womit wollen wir uns als nächstes beschäftigen? Vielleicht mit Erkundigungen? Löse 10 Prüfungen Merlins. Mehr Speicherplatz für Ausrüstung. Dankeschön. Sehr nett. Was? Da war noch was? Ach ja, hier, tatsächlich. Astronomie-Altäre, genau. Wie viel Ausrüstungsplatz haben wir jetzt? Ich frage für einen Freund. 32, nett, aber schon beinahe voll. Nein. Und auch hier, nein, oder? Nein. Gut, dann würde ich... Zeit für einen kleinen Ausflug. Danke. Okay, langsam. Na also. Zeit für etwas mehr Tempo. Schneller. Hopp, danke. Sollen wir mal einen Zahn zulegen? Ah, wie herrlich. Kann auch was, muss ich ehrlich gestehen. Und wir landen außerhalb des Spiels, eindeutig. Hello there und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession. Ja, ihr habt's gemerkt, es war einiges los, oder besser gesagt nichts los auf meinem Kanal in den letzten 2 bis 3 Tagen. Ich weiß noch nicht genau, bis wann ich die Folge rauskriege. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich hatte technische Probleme mit ständigen Abstürzen. Das sollte jetzt hoffentlich behoben sein, das Thema. Hatte damit zu tun, dass meine SSD, in der die Aufnahmen liefen, ein bisschen zu warm wurde und sich dann irgendwie so in Zusammenarbeit wahrscheinlich mit meinem OBS verabschiedet hat. Dazu kamen noch ein paar andere technische Probleme, die, wie ich hoffe, jetzt hoffentlich auch nicht mehr auftreten sollten. Es ist alles gar nicht so leicht. Und dann als Krönung, ich bin leicht angeschlagen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber wir haben gerade wieder Corona im Haus. Es ist so wundervoll. Aber ich möchte jetzt die Pause auf meinem Kanal einfach nicht zu lange werden lassen. Deswegen heute mal eine Aufnahmesession. Ich möchte zumindest 1-2 Aufnahmen durchbringen. Mal schauen, ob es hinhaut. Stellt sich jetzt die Frage. Für den Ort der zweiten Hüterprüfung. Das ist wahrscheinlich die Geschichte. Das verlorene Kind. Triff dich in Lower Hawksfield mit Nutty. Auf geht's. Allerdings heute werden wir... Wie wär's mit einem Rundflug? Reiten. Los! Wir müssen in diese Richtung. Dann mal los! Wir werden außen rundherum fliegen. Ich möchte nicht unbedingt übers Schloss fliegen. Mhm. Auch in Hogwarts haben sie schon Energiesparmaßnahmen.
wie man sieht, geht das Licht erst an, wenn man dran vorbeifliegt oder dran vorbeiläuft. Passt, da hinten wollen wir hin. Es ist irgendwie was ganz Eigenes auf einem Testral oder auf einem Hippogreif zu fliegen im Vergleich zu einem Besen. Und Nazi wird wahrscheinlich wieder hier landen. Warten. Das kann nichts Gutes heißen. Ich würde nicht wollen, dass jemand wie Harlow nach mir sucht. Rein mit dir. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Interessante Frage. Hallo. Du bist hier. Frau Onei. Gut. Dann, was gibt's denn? Ist das Mr. Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Okidok. Dann, was hat das mit dem Kind zu tun? Mein Mann! Was tue ich nur? Oh. Alles in Ordnung? Wir suchen Mr. Bicke. Mein Mann ist tot. Er hat ihn getötet. Oh, tut mir leid, Mrs. Bicke. Wer hat ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow. Da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Was? Hatte ich schon fast befürchtet. Er muss hier irgendwo sein. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Archie war mit seinem Vater zu Hause, während ich weg war. Seine Tasche ist nicht da. Ups. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend, wie er es immer tut. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. In welche Richtung könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Er geht nie weit weg, aber... Wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst, wegzugehen, falls er wiederkommt. Okay, dann werden wir wohl wahrscheinlich ihn suchen. Was wissen wir über Harlow? Können Sie mir noch mehr über Harlow erzählen? Oh, er ist Victor Rookwoods rechte Hand. Ein erbärmlicher, grauenhafter Schuft. Grausam und blutrünstig. Okay. Und die Geschichte mit ihrem Mann? Warum sollte Harlow ihren Mann töten wollen? Mein Mann sah sich Harlows Geschäfte genauer an und fand heraus, was er im Schilde führt. Ich habe ihn angefleht, es gehen daher zu lassen, aber er war überzeugt, dass... Wir werden ihren Sohn finden, Mrs. Bickle. Wir finden ihren Sohn, Mrs. Bickle. Danke. Oh, was tue ich nur? Sorgen Sie sich nicht, Mrs. Bickle. Wir bringen Archie zurück. Sprach sie im Davonlaufen. Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Bickle. Er hatte dasselbe getan wie wir, Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber... Es war zu spät. Was sagt Officer Singer zu dem Brief, den du ihr gebracht hast? Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. Wir brauchen noch mehr. Das muss das Versteck von Archie sein, mit das Mrs. Bickle erwähnt hat. Ah, okay. Archie? Archie Bickle? Sowas hat er nicht mit seinem Versteck gemacht. Jemand hat hier nach ihm gesucht. Revelio ist die einzige Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Da! Archies Fußabdrücke! Erst hier lang! Jetzt! Plötzlich! Hätten wir Archie nicht längst finden müssen? Wenn er verfolgt wird, rennt er vermutlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Schafe, geht doch Männer weg. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Die weichen nicht aus. Oh, die Spuren sind teilweise im Licht echt schwer zu sehen. Revelio,
Zumindest ein bisschen Mondstein haben wir. Wolfer, mach dich nicht so weit. Fang! Komm hinten, wirklich. Du kleines Mistvieh. Jetzt reicht's aber. Hätten wir das auch geklärt. Daneben. Archie ist hoffentlich nicht diesem Wolfsrudel begegnet. Ja, ich nehme ja schon einen. Wo gehen die Tapser weiter? Hier haben wir noch ein Wolfsfell. Hier. Okay. Archies Tasche? Es sieht fast Archies so aus. Tasche. Warum ließ er die zurück? Er war bestimmt auf der Flucht vor Harlow und abgelenkt. Hier könnte sich Revelio wieder lohnen. Archie ist hier lang. Ah. Ich komm gleich. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Harlow ich habe ein ganz Archie mieses Gefühl bei der Grund. Sache. Was Archie wohl gesehen hat, hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater tötete. Davon würde er sich nie erholen. Ich befürchte das Schlimmste. Jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Ich sehe keine Spuren mehr, aber wenn Nazi sie sieht, soll mir das recht sein. Oh Gott, hier ist ja ein ganzes Lager voll. Revelio. Mal gucken, ob sie wirklich den Spuren nachläuft. Ja, okay. Oh, eine Ignatia. Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder kann Revelio. Verschiedene Fußspuren. Nein, oh, kann ich nicht. Okay. Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Ja. Hier gehen die Spuren weiter, also. Und dann in diese Richtung. Oh, Testrale. Dankeschön. Wenn man schon die Möglichkeit hat, ich meine, sorry. Testrale. Sie sind wunderschön, nicht wahr? Du siehst auch Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich neun war. Und kurz darauf das erste Testrale. Das hat mich getröstet. Tut es immer noch. Ich denke, wer wie den Tod gesehen hat, verdient etwas Trost. Zwei Stück reichen erstmal. Mondstein nehmen wir mit, falls wir den Raum der Wünsche wieder mal dekorieren möchten. Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter sowas erlebt hast. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Ich fühlte mich so hilflos. Sorry. Es ist schon lange her, aber mir scheint es, als wäre es erst gestern gewesen. Ich sehe ihn noch so klar vor mir. Er fehlt dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Ich... Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Okay. Jetzt dürfen wir also. Wie man sicherstellt, dass der Spieler nicht zu schnell... Gucken wir mal wieder auf die Spuren. Nicht zu schnell am Ziel ist, sodass die Background-Story in Ruhe erzählt werden kann. Ich befürchtet, sie haben Archie. Guten Sei Tag. Auf der Hut. Wir dürfen keine Fehler machen. Hallo, jemand zu Hause? Nein. Okay. Das ist ein Lager, aber offensichtlich ein nicht sonderlich belebtes. Gut, soll mir recht sein. Oh, das ist sicher innen größer, als es von außen aussieht. Mal gucken. Oh, zu deinem Schwindel hat ein Land in der Wirkung von Reduktor, triff einen Gegner in der Luft mit Descendo. Lass mal kurz gucken. Also. Flipendo, Descendo. Let's go.
bin ich ganz doof? Es war doch... Okay, egal. Das heißt aber, wir werden Aschwinder treffen. Das macht alles etwas komplizierter. Ach, woher dann? Na toll. Das war er. Ich wollte ihn eigentlich hier nach unten bremsen, aber egal. Wenn das die Gegnerdichte hier ist, soll es mir recht sein. Revelio. Ich möchte mich nur kurz... Okay, vier Stück. Hier ist noch einer. Oh, runter mit dir. Au. Madame oder Monsieur wurde jetzt gröber durch die Botanik geschleudert. Hier, oh, Toilette. Da will ich nicht stören. Darf ich? Danke. Das war er oder sie. Und da drüben war noch Aschwinder. Und die werden wir uns auch noch kümmern. Natürlich. Einbilde. Guten Tag. Es war ein Fehler. Oh. Lass das mal schön sein. Und jetzt. Fang. Na warum? Nein, 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 nein. Das lassen wir mal schön bleiben. Okay. Das wird unterhaltsam. Ach, hier. Bang. Oh. Asche. Oh. Fangen! Na, dann mach mal Nachgang. Passt, er ist weg. Und Nazi! Die bricht hier gleich durch alles durch. Madame ist im Overdrive-Mode, hm? Revelio. Ja, so wie es aussieht, ist jetzt wirklich mein System wieder stabiler. Ah, ich glaube, wir hören Archie. Die Sachen hätten wir mal. Ich komme gleich zu dir, Kleiner. Ja, ich möchte nur schnell hier alles einsammeln, was es so gibt. Und vor allem mich auch umsehen. Das ist echt ein cooles Zelt. Wie... Kommen wir hier hoch? Nee, so nicht. Da hinten ist ein Sack. Danke. Ja, hier kommt man runter, okay. Revelio. Oh. Die hätte ich wirklich übersehen. Nein! Oh Gott, ich hasse es. Ich meine, war jetzt eh nichts Besonderes, aber trotzdem... Ausrüstung. Also nichts, was ich anziehen würde, weil zu niedrigstufig. 90, 90, 90. Es ist halt schade drum. Aber was soll man machen? 50, 60, okay. Kann weg. 60, kann weg. Damit wir wieder ein paar Plätze frei haben und
Das sind jetzt die wirklich guten Sachen, der geile Scheiß. Verzeihung. Ist halt alles pures Geld, was wir da wegwerfen. Deswegen. Aber ein bisschen Platz brauchen wir wieder. Danke. 10 Öcken ist eigentlich gar nicht so wenig, was wir an Geld beisammen haben. Gut. Nochmal. Das ist ansonsten Nazi. Hier kommen wir noch hier wieder hin. Okay, da unten ist noch ein Sack. Okay. Aber zumindest Violett. Revelio. Da hinten ist noch jede Menge Zeug. Oben sind noch Sachen. Ja, ich komm doch gleich. Kann ich mich mal eine Sekunde hier umsehen? Besen. Danke. Au. Oh, ich stolper über den Besen und breche mir alle Knochen. Ah, au. Oh. Ach, hier kommt man ohne Problem. Hier kann man ohne Probleme drüber jumpern. Spiel. Nein, hier ist niemand. Kann ich? Nee, kann ich nicht, oder?